95% der Unternehmen im Mittelstand haben keine Story. Die Folge: unklare Positionierung, ständige Preisverhandlungen und die Schwierigkeit, neue Talente für das eigene Unternehmen zu begeistern. Die Börsenzeitung nannte ihn den Spannungsspezialisten, Radio Bremen den deutschen Dan Brown. Denn er kombiniert wie kein anderer die Best Practices von packenden Thrillern und Hollywood-Spannung mit den Herausforderungen von Deutschlands Wirtschaftselite. Hier kommt Professor Dr. Veit Etzold. Und wir leben ja auch in interessanten Zeiten. Hirnforscher sagen, dass bis zu 9000 Marketingbotschaften jeden Tag auf unser Gehirn einprasseln. Das heißt, die Anzahl der Informationen wird immer mehr, die Aufmerksamkeitsspannen werden immer geringer und die nächste Ablenkung oder auch der nächste Wettbewerber ist nur einen Klick entfernt. Und die Frage ist, was können wir eigentlich dagegen tun? Und vielleicht hilft dabei ein Trend, der sehr alt ist, mit dem sich unsere Vorfahren schon am Lagerfeuer ihre Überlebenstechniken in einer feindlichen Welt erzählt haben, nämlich Storytelling. Und vielleicht kommen wir auf diese Weise vom Neandertal ins Digital. Und jede gute Story hat eine Ursache und eine Wirkung und damit ein Warum. Der König stirbt und die Königin stirbt aus Trauer. Aristoteles nennt das Ordnungsprinzip. Es macht einen großen Unterschied, ob eine Sache nach einer anderen Sache passiert oder ob eine Sache aufgrund einer Sache passiert. Alle großen Sagen und Geschichten machen daher einen Umweg über das Negative. Dann sind wir hellwach, wir haben Stresshormone im Gehirn. Dann geht es zum Positiven und dann zum Happy End. Das ist das Paranoia-Prinzip. Und bevor Sie einen Schurken besiegen können, muss dieser Schurke erst einmal aufgetaucht sein. Was wir hier haben, ist das Gehirn. Und hier, 5 cm hinter unseren Augen, sitzt der Mandelkern, auch genannt Amygdala. Und das ist sozusagen eine Beurteilungsmaschine, die aufs Überleben gepolt ist. Wir könnten sagen, es ist ein beinharter Türsteher, der den Weg bewacht zu dem, was wichtig ist. Von daher, wichtig im Storytelling ist, dass Sie den Storyteller in sich sozusagen erkennen und über sich selbst auch erzählen. You don't believe the message, if you don't believe the messenger. Das Zweite ist, dass Sie am Anfang überzeugen müssen. Das heißt, wenn Sie überzeugen, müssen Sie das zu Beginn machen, weil da die Aufmerksamkeit, der Vertrauensvorschuss von diesem bösen Türsteher noch am höchsten ist. Danach ist er eingeschlafen und ist weg.